Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Splatoon 3 Side Order, dem Singleplayer-DLC. In der letzten Folge haben wir den Brush angefangen und damit machen wir jetzt weiter. Weiter blaue Kapseln sammeln, in der Hoffnung, dass wir im Idealfall 2 oder 3 von denen abschließen, dass wir so nach und nach unsere Sammlung komplettieren. Das wäre auf jeden Fall cool. So, ich muss die Feinde besiegen. Nehmen wir den Hammer wegballern. Einfach mit Hammer. Oh, schön. Der funktioniert genauso gut wie der Crab. Einfach Special in die Fresse und dann sind die weg, Alter. Da geht nichts bei denen. Gut, weiter geht's. Fresh Stoßwirkung. Sehr schön. Mit Bonus. Gucken wir mal. Solange wir welche in unserer Farbe kriegen, sind Automaten am Anfang total wertlos so irgendwie. Das ist dann nicht so wirklich sinnvoll. Ah, das ist mal wieder die Zone. Leider keinen Schaden mehr. Okay, ich glaube, da werde ich kein Problem haben. Warte. Mir fällt gerade etwas auf. So ein scheiß Problem, weil ich dich nicht gescheit wegkriege. Ah, dang it. Gut, pass. Na gut, ein bisschen Schaden habe ich erlitten. Das ist okay. Das ist okay, wir nehmen den extra Cash, weil später können wir uns damit hoffentlich ein paar blaue kaufen. Das wäre schön. So, Färbelauftempo, Dauerjagd, Dauerflucht. Oh mein Gott. Was ist Turm? Es wird hoffentlich nicht so schlimm. Es wird hoffentlich nicht so schlimm. Und zum Weglaufen sind wir mittlerweile sehr gut. Eskortiere den Turm. Okay, das ist das Ding. Ja, okay. Also erhöht Laufgeschwindigkeit. Pressschaden kann man so massiv upgraden. Achtung. Ah, das ist nicht schön. Weg. Fuck! Ich wollte nicht hier runterfallen. Ist alles nichts. Ja, nein! Aha. Muss ich wegkriegen. Du bist einfach nicht weg, weil ich keine Zünder mehr habe. Wo soll mein Schaden herkommen? Ich brauche einen Hammer. Doch, dann kann ich erstmal mit hier. Fährt da! Ja, das dachte ich mir schon, dass du wieder kommst. Da.
Nein, ich bin runtergefallen. Movement in dem Game ist Müll. Komm, färb das, mach das voll. Und jetzt geht er wieder den ganzen Weg zurück. Klasse. Wieder hoch. Ich bin wieder runtergefallen. Danke. Ja, das ist nervig mit dem Ding. Ja, nicer Miss, Bro. Du hast gut daneben gespissen. Mich hast du leider nicht getroffen. Gut. Ach, Kacke. In dem Moment schießt er auf mich, ja. Oh, die Etage ist nervig. Beweg dich. Wir können es schaffen. Geschafft. Gut, passt. Oh, die war nervig. Das war nervig, weil ich mehrfach dumm gespielt habe. Das ist halt das Problem bei den Turmetagen. Ich habe keine Reichweite. Das heißt, ich treffe den Turm nur, wenn ich sehr an der Kante stehe. Und dann falle ich halt manchmal einfach runter. Na gut. In dem Fall machen wir einfach die nächste Turmetage, weil das ist, wo wir unsere Farbe kriegen. Wir wollen unsere Farbe haben. Das ist sehr wichtig. Das wollen wir haben. Übrigens, nächstes Ding werde ich wahrscheinlich voll die Chip-Verdopplungsding hochgrinden, soweit wie es geht. Okay, die... Oh Gott. Bro, ich bin weg, krieg ich eh tot. Von daher scheiß drauf. Ja, ja, ihr seid dann auch mal tot, bitte. Danke. Gut, weg mit dir. Ich kann ihn nicht treffen. Klasse. Wenigstens mal etwas, was mir auch was bringt. Mein Damage ist so pervers niedrig. Nein. Ich brauche den da hinten. Sobald ich den da hinten hab, jetzt. Gut, das Schöne ist, der Hammer sorgt dafür, dass das sehr schnell vorbei ist. Man muss ihn da einfach haben. Das sind lauter eklige Nerven. Also die Turmlevel, wenn ich die Chance habe, sollte ich sie vermeiden. Das ist absolut nicht, was ich doppelt haben möchte. Pech gehabt. Ja. Mehr Schwimmtempo. Zumindest das Schwimmtempo machen wir auf jeden Fall fertig. Dann haben wir auch wieder was geschafft. Brush durch und eine von diesen Paletten geschafft. Das wäre auch auf jeden Fall schon mal cool. So. Mein Swimspeed ist so pervers, Alter. Wo war das Ding? Auf der anderen Seite, glaube ich, ne? Weg. Entschuldigung, Freundchen, ne? Ja, und wie ist der da hingekommen? So komplett ohne, dass da irgendjemand angeschoben hat? Nee, du gehst in die Richtung, dankeschön. Ja, ich entscheide, wo du hingehst. Und jetzt gehst du bitte dahin, bevor wieder so ein Fetti kommt. Danke, gewonnen. Gut, passt. Ah, nervig. Wahrscheinlich hat da irgendeiner nochmal draufgeballert, kurz bevor ich ihn gekillt habe. Das war leider Pech, aber gut, das hat sich nicht gerecht.
Und unser Schwimmtempo wird langsam richtig schön. Du, Nummer 8, wolltest du eigentlich immer schon mal so richtig viele Perlen in einem Durchlauf verdienen? In dem Falle empfehle ich meinen Risikobonus-Hack. Nein, will ich nicht. Ja, ja, damit kannst du die Perlenbelohnung fürs Bezwingen des Turms erhöhen, aber wenn du scheiterst, dann kriegst du gar nichts. Echt? Oh, das ist ja voll krass, Mann. Ja, genau, daher das Risiko im Namen. Wenn ihr wirklich denkt, ihr habt's drauf, beweist es mit diesem Hack. Ich habe ziemlich gut bewiesen in den letzten Folgen, dass ich nicht drauf habe. Ja, das klang nach Reklame und drauf hast du es eh nicht. Ja, manchmal muss man halt auch Ads einbauen und so. Okay. Zeit für eine Gefahr-Stage. Aber so weit klappt das bis hierhin, denke ich mal. Gucken wir mal, wie weit wir kommen, auf jeden Fall. So. Okay. Das ist nicht das Schönste. Gegner-Tinte überall und ich muss die Kugeln ins Ziel bringen. Ich würde... Nein, nein, das ist falsch. Oh, shit. Hallo, nein. Ja, und du triffst alles, nur nicht die Gegner. Jawohl, sehr schön. Gut, das Ding ist durch. Lass mich das andere noch irgendwie fertig kriegen. Wo muss das hin? Das andere, ach, da. Mir egal, die muss weg. Weg mit dir. So. Wo ist die Kugel? Ich weiß nicht, wo die Kugel ist. Ah, da hinten spielen wir wieder mit rum. Warte, die musste hoch. Oh, shit. Das war falsch. Könnt ihr mich mal kurz in Ruhe lassen? Ich habe Besseres zu tun, als meine Zeit mit euch zu verschwenden. Nein! Och, weg! Ihr nervt mich. Weg. Nein, lass die Kugel in Ruhe. Gut, wir gehen den anderen Weg. Ist mir egal. Oh mein Gott, die da hochzubringen wird echt nervig jetzt. Nein, nein, es wird nicht runtergefallen, du bleibst oben. Ach, dass man dieses Scheißpech aber auch immer hat, wenn es gerade echt nicht nötig ist. Also, auf ein neues, vielleicht schaffst du es dieses Mal. Ja, das sieht doch schon fast gar nicht falsch aus. Schön. Mach fertig, bitte. Danke. Das war jetzt doof. Aber okay. Ja, mit Brush sind diese Kugellevel ein bisschen blöd, weil Tinte halt ziemlich scheiße fliegt bei dem Pinsel. Okay. Hier sind die schutzlos auf ab. Ich habe eine Befürchtung, welche das ist, aber der Wunsch, dieses Ding abzuschließen, ist größer. Ich hoffe, es wird sich für mich nicht rächen. Fürchte, es ist die. Okay. Bitte färbt den Boden da unten ein. Hallo. Boden einfärben. Hallo. Du machst Tinte. Oh, super. Der färbt diesen scheiß Boden nicht ein. Ja, klar. Doch ein Hammer. Ich brauche einen fucking Hammer. Er hat den Boden nicht eingefärbt. Wieder ein Hammer. Portale tun so viele Gegner spawnen, ne? Es ist einfach nur pervers. Können wir uns darauf einigen, dass das Portal eingefärbt wird? Ja, ich merke, dass wir uns nicht darauf einigen können.
Nope. Ich kann mit dem Rush das Portal nicht einfärben. Ich kann den Boden nicht einfärben. Ich muss warten, bis ich durchgehend Hammer habe. Finally. Oh mein Gott. Ja, der Hammer war das Ziel. Hammer einfach und durch irgendwie. Ah, das ist echt... Die Ebene ist echt nervig. Aber gut, wir haben sie geschafft. Ich glaube nicht, dass sie nochmal drankommt. Das kriege ich halt nicht mehr voll. Ich setze einmal zurück in der Hoffnung, ich kriege irgendwas anderes, was ich voll machen kann. Nice, hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Ich habe schon mal zwei weitere voll gemacht. So nach und nach. Na, das sind dann alles Dinger, die ich nicht mehr brauche. Da kann ich dann in Zukunft ein bisschen andere Dinger versuchen zu kriegen. In zwei Zonen. Oh, nee. Der eine ist hier und die andere ist da. Das Gute ist, ich kann fucking schnell laufen. Das Schlechte ist, ich habe keine Ahnung, wie zufällig ist. Mit dem Deck. Du warst nicht mein Ziel. Ich bin tot. Die ist eingefärbt, hallo. Wir können jetzt langsam aufhören, uns so einen Bullshit auszudenken. Wenn die eingefärbt ist, bitte, dann ist die auch eingefärbt. You know? Oh Gott. Okay, das war schnell gemacht, zum Glück. Das ist halt der Vorteil, dass der Brush so beweglich ist. Dann kann man sehr schnell woanders hinrennen, wenn man ein Problem hat. Nichts davon ist für mich relevant. Normalerweise lohnt sich das nicht. Ich guck einfach mal, ob ich hier irgendwas krieg, weil ich noch nicht habe. Und dann baller ich das voll, wenn es geht. Na gut. Ich weiß übrigens nicht, warum ich so aussehe. Ich hab keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung, warum ich so aussehe. Überhaupt nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Egal. Auf der nächsten Etage erwartet euch ein harter Kampf. Seid bitte vorsichtig, ihr zwei. Und tut nichts, was ich nicht... Das haben wir, glaube ich, auch schon dreimal gelesen. So, Etage 20. Sehen wir wieder die Harmonie. Warum frage ich überhaupt? Natürlich kriegen wir die Harmonie. Ist doch klar. Stufenstruktur. Wir kriegen das andere Ding. Oh. Das heißt, ich scheitere wieder... Gute ist, die Stufenstruktur ist wahrscheinlich das Beste, was mir passieren kann.
Ja, wird schneller, ich muss gucken, welche Schaden kriegt. Nur noch ein Dreh. Das ist bitter. Fertig! Danke. Was? Passt. Daumen hoch. Kann man sich nicht beschweren. Gut geschafft. 3:12, sogar neue Bestzeit. Sehr schön. Okay. Neuer Schlüssel. Sehr, sehr schön. Oh, was bin ich erleichtert, dass es euch gut geht. Nette Moves, die ihr da drauf hattet, aber überrascht mich kein bisschen. Mich schon. Das war eine Abreitung. Behalte den Hype, den Rest des Weges bei Nummer 8. Na klar. Okay, wir werden erneut den Automaten besuchen, weil beide hier sind es jetzt nicht wert. Mit etwas Glück kriege ich da wieder einen blauen. Ich bin halt auch mit keinem mehr nah dran. Das ist halt ein bisschen blöd. Also Lauftempo und Färbelauftempo sind vielleicht die beiden, die ich noch voll kriege, wenn ich Glück habe. Das wäre schön. Wissen tun wir es nicht. Lauftempo und Färbelauftempo. Das wäre das Ziel. Okay, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.